Dann einen recht schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu Chemtrails, Weltverschwörung oder Wetterphänomen. Dazu erzählen uns die Skeptiker von der GWUP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, gleich ein paar sehr spannende Einsichten, wie das Wetter funktioniert, was da alles vor sich geht und noch spannender, welche Verschwörungstheorien daraus entwickelt werden können. Dazu begrüße ich Holm Hümmler und Martin Schmidt. Holm Hümmler ist fast schon ein alter Bekannter hier im Club Voltaire. Vor 2 Jahren war er hier mit relativer Quantenquark und ich glaube, da war der Laden hier komplett überfüllt, als er uns erzählt hat, ja, was so bei den kälteren Temperaturen, so knapp nahe des 0 Kelvin und ja, bei eben den kleinsten Teilchen, kleiner als Atom, so alles vor sich geht. Sehr spannend auch zum 10-jährigen Jubiläum von 9/11. Da gab es dann Bauphysik, Statik, auch einen Crashkurs, dem wir sehr viel verdanken. Martin Schmidt ist Chemiker, Wolkenchemie, also auch etwas, was ich gerne dazulerne. Ansonsten Pigmente erst von der Goethe-Uni und keine lange Vorrede, sondern ich denke, viel Spaß mit Chemtrails. Ja, das werde ich dann beenden, nehme ich mal ein Stichwort. Ja, ich habe das jetzt einfach mal vorhergeschickt, das ist Chemtrails von Vita Vision, das ist keine Satire. Das kam letzten Sommer raus und ja, ich denke, es zeigt so ein bisschen, worum es geht. Die Idee, dass von Flugzeugen Giftstoffe versprüht werden, und zwar ganz gezielt Gifte versprüht werden von Flugzeugen, es zeigt aber auch so ein bisschen die Denkweisen der Leute, die sich davon betroffen fühlen und so das Selbstbild auch dieser Menschen. Ich finde das sehr, sehr spannend eigentlich. Auch wenn ich nach dem Einbauen jetzt in die Präsentation das wahrscheinlich in den nächsten Tagen 25 Mal im Kopf haben werde. Und, ja, also das Thema Chemtrails ist aufgetaucht so um das Jahr 2000 rum in den USA. Und in den USA wird auch bis heute dagegen demonstriert. Es schwappte dann so 2003, 2004 langsam nach Deutschland rüber und ich wurde dann von den Skeptikern mal angesprochen, da mal einen Vortrag drüber zu halten und einen Artikel drüber zu schreiben. Und hatte damals so ein bisschen das Gefühl, ich bin irgendwie der Einzige, der sich skeptisch damit auseinandersetzt. Und danach hatte ich auch das Gefühl, das Thema schwappt so langsam wieder weg und das interessiert eigentlich keinen mehr. Und dann kam es so um 2012 wieder. Und das zeigte sich unter anderem in einem Bildungsprojekt der Bundesregierung. Und zwar im Bundesministerium für Bildung und Forschung gab es ein Bauzaun, also die haben da am Ministerium was gebaut und dann war dieser Bauzaun außenrum und dann haben die gesagt, das wäre doch eine super Idee, wir lassen das von Schulklassen bemalen. Und prompt hat dann eine Schulklasse da dieses Inform Yourself About Chemtrails drauf gemalt, was also für das Ministerium dann ein bisschen peinlich war und die Lehrerin fand das aber völlig unproblematisch, weil was ist denn das Problem damit, sich zu informieren? Das Problem ist natürlich, wenn man 2012 war es noch ein bisschen ausgeprägter als jetzt. Wenn man in Google natürlich Chemtrails eingibt, dann findet man als allererstes mal die Behauptungen von den Verschwörungstheoretikern und nicht die Sachen von Leuten, die sich kritisch damit auseinandersetzen. Inzwischen ist es etwa 50-50, würde ich sagen. 2012 war noch ein deutliches Übergewicht von Verschwörungstheoretikern. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gab es eigentlich nur Verschwörungstheoretiker, die man unter dem Stichwort Chemtrails gefunden hat. Noch ein bisschen anderen Ton hat es dann so zwischen 2012 und 2014 angenommen. Und erreichte dann seinen Höhepunkt so mit den sogenannten Mahnwachen, sogenannten Montagsdemonstrationen der sogenannten Friedensbewegung im Jahr 2014. Wo das also das erste Mal so Chemtrails vermischt wurde mit Reichsbürgerdenken und solchen Geschichten und letztlich so ein bisschen in so einer Querfrontargumentation benutzt wurde, um Leute aus der Umweltschutz und aus der Friedensbewegung ins rechte Spektrum reinzuführen. Etwa gleichzeitig neben diesen stärker politisierten
stark rechtslastigen Tendenzen, gab es eine eher neutrale Bürgerinitiative, Sauberer Himmel nannten sich die, die machten so ihre eigenen Demos, da ging es dann eben nur um Chemtrails. Die waren teilweise sehr, sehr groß, 9000 registrierte Teilnehmer mit aktiven Gruppen eigentlich quer durch Deutschland, in allen größeren Städten gab es also so eine lokale Gruppe, die dann irgendwelche Aktionen organisiert hat. Sauberer Himmel hat einem auch geraten, was man also tun kann, wenn man sich von Chemtrails betroffen fühlt. Man kann seinen Körper entgiften mit Zeolit, denn nur Menschen, die frei von Giften sind, können mit Herz und klarem Verstand zum Aufbau einer besseren Welt beitragen. Und da wurde dann auch gleich ein Händler dafür empfohlen, wo man das Zeug dann bestellen kann. 125 Gramm Zeolit mit ein bisschen Dolomit dabei für 44,90 Euro. Nun, also Dolomit gibt es in den Alpen reichlich, das kann man sich da zusammensammeln, falls Sie also vorhaben, sich mit Zeolit und Dolomit zu entgiften. Zeolit ist ein bisschen seltener, das ist so ein sehr poröses Material, was viel Wasser einschließen kann. Insofern, ich kann Ihnen dazu auch eine Bezugsquelle empfehlen, wo Sie es billiger bekommen. Also bei Amazon kann man Zeolit bestellen, 30 Kilo für 17,99 Euro. Was jetzt so ein bisschen als Paukenschlag kam für Leute, die sich da auch kritisch mit auseinandersetzen, ist, dass der Vorsitzende dieser Bürgerinitiative Sauberer Himmel im Dezember letzten Jahres erklärt hat, er werde sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und damit auch diese Bürgerinitiative beenden. Und die Begründung dazu ist also durchaus interessant. Er sagt also, seine Verfolgung hat Ausmaße angenommen, die jede Vorstellungskraft sprengen auf seine. Und er würde also regelmäßig beschattet, seine Kommunikation würde überwacht. Und er sagte, verdächtigte dann auch seine beiden bisherigen Lebenspartnerinnen, ihn ausgespäht zu haben. Und sämtliche Verbündete hätten sich als Logenbrüder erwiesen. Das klingt naheliegenderweise nicht unbedingt gesund. Also ich bin kein Psychologe, aber ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass das wahnhafte Züge annimmt. Einer dieser Verbündeten, von denen er sich da abgewandt hat, ist Werner Altnickel. Der hat nämlich im Wesentlichen mit Dominik Storr zusammen diese Bürgerinitiative Sauberer Himmel gegründet. Und Werner Altnickel ist eigentlich so ein altes Greenpeace-Urgestein. Der ist also wirklich vor den Verklappungsschiffen in der Nordsee mit dem Schlauchboot rumgefahren, lauter so ein Zeug. Wurde dann Solarmechaniker, hat 1997 den Deutschen Solarpreis gewonnen, hat dann diese Bürgerinitiative Sauberer Himmel mitgegründet und ist in letzter Zeit auch ein bisschen abgedriftet. Ich habe einen, also er veröffentlicht, hat sich jetzt von Sauberer Himmel wieder abgespalten, hat seine eigene Gruppe aufgemacht, betreibt seine eigene Website und veröffentlicht da, sagen wir mal so, seine Videos dazu, und die möchte ich eigentlich nicht zitieren, das muss er selber sagen, was er dazu sagen hat. Der deutsche Mensch wird es sein, auf dessen Vernichtung das Judentum es abgesehen hat und haben muss zur Errichtung seiner Weltherrschaft. Und der deutsche Mensch wird es sein, der, sehend gemacht und den Feind nunmehr wahrhaft erkennend, dieser Weltherrschaft doch noch ein unerwartetes Ende bereiten wird. Das, denke ich, spricht für sich, in welchem politischen Spektrum der sich inzwischen bewegt. Damit ist er auch nicht ganz alleine. Wenn wir so umschauen, wer sonst noch so sich auf Chemtrails bezieht, da ist also zum Beispiel ein Artikel auf einer alternativen Nachrichtenseite namens Extrem News mit dem Titel Angriff auf Deutschland, Hintergründe der Masseneinwanderung, wo es dann also heißt, ja, wollen wir durch die Scharia und durch Chemtrails und durch genmanipulierte Nahrung und durch Impfungen kranke und kaputte und unterdrückte Menschen. Das heißt, hier wird also ganz unmittelbar wird also Einwanderung mit Chemtrails in Verbindung gebracht und noch deutlicher auf diesem sogenannten Stop-ESM-Blog, der sich sehr ausführlich mit Chemtrails auseinandersetzt. Leute aufwachen, diese Leute machen keinen Spaß und Chemtrails und die Ausrottung der Deutschen und der weißen Rasse ganz allgemein durch Überfremdung und parallel dazu angestrebten Bürgerkrieg sind nur zwei Verbrechen von galaktischen Dimensionen. Das heißt, wir sehen hier ganz unmittelbar parallel gegenübergestellt Chemtrail-Glauben und Hetze gegen Ausländer und gegen Flüchtlinge. Das ist ein ganz verbreitetes Thema in der letzten Zeit und die sind eigentlich in den letzten 3-4 Jahren kaum mehr zu trennen. Auch wenn man beispielsweise Bücher bestellt bei Pro Fide Catholica, als ein etwas
merkwürdiger Kleinverlag, gibt es also ein Buch namens Chemtrails existieren doch. Und wenn man sich Chemtrails existieren doch ansieht, drei Bände übrigens, bekommt man also wie bei Amazon auch angezeigt. Kunden, die diesen Artikel bestellt haben, haben auch bestellt. Naja, chemische Kondensstreifen über Deutschland ist wenig überraschend. Aber zum Beispiel, Hitler beging keinen Selbstmord. Die jüdische Frage in Europa, Talmudismus, Erzfeind der Menschheit, Judentum, Freimaurerei, Weltregierung. Wer steuert den Islam? Falls Sie vorhaben, sich das Buch zu kaufen, kann ich Ihnen schon mal die Überraschung nehmen. Wer steuert den Islam? Es sind natürlich die Juden. Und wer mit den 13 satanischen Blutlinien gemeint ist, ist, glaube ich, auch relativ offensichtlich. Es geht allerdings noch bizarrer. Und dazu habe ich mal Mario Romanowski vom Neuschwabenland Forum Berlin mitgebracht, der sich auch mit Chemtrails beschäftigt. Im Sozialstaat Bundesrepublik in Deutschland gehen die Menschenrechte einen Scheißdreck an. Es wird gewinnbringend für die Börse. Geoengineering mit chemischen Spuren, Aerosolen am Himmel praktiziert tagtäglich, auch am 20. April 2010. Und manches Mal fragen wir uns, wo bleibt die Workforce, um uns von diesen Grauen zu befreien. Hier zwei Wochen hier noch Chip-Types und auch an die Waffen-SS, Schutzstaffel, die Bitte nach diesem schönen Tag, der Himmel scheint ja etwas sauber zu sein, nicht so zugezogen wie gestern, aber wie es aussieht, wollen sie das heute auch wieder schaffen. Die Landschaft braucht Regen. Es wäre schön, wenn ihr da oben seid und ihr mal die Austrocknung zumindest der Landwirtschaft in Berlin und Brandenburg ein Ende zu bereiten und mal nach Wilhelm Reich eine Tiefdruckröhre zu erzeugen. Ja, also hier erkennt man auch, in welchem Spektrum der sich bewegt. Ja, jetzt möchte ich aber nicht den Eindruck erwecken, dass Chemtrails eine Sache ist, die mit denen sich nur psychisch Kranke und Nazis beschäftigen. Insofern, das finden wir auch durchaus bei anderen, zum Beispiel bei Rüdiger Dahlke. Rüdiger Dahlke ist Arzt, ist im alternativmedizinischen Bereich sehr populär, ist ein sehr, sehr erfolgreicher Autor, regelmäßiger Gast auf Bestsellerlisten, ist bekannt geworden durch das Buch Krankheit als Weg. Und der sagt also auch, am Himmel machen sie Chemtrails, inzwischen braucht man das ja nicht mehr leugnen. Und Rüdiger Dahlke ist insofern was anderes als diese anderen, weil der wirklich, das ist jemand, der zwar als Alternativmediziner aus skeptischer Sicht ziemlich bizarre Ansichten hat, der aber gesellschaftlich wirklich in der Mitte angekommen ist und den findet man in jeder Buchhandlung und den findet man im gutbürgerlichen Haushalt, im Bücherregal mit seinen Büchern und auch der. Und er sagt, also nicht nur er ist sozusagen in der Mitte der Gesellschaft, sondern er sagt das auch ganz, ganz überzeugt. Ja, das kommt ja im Bayerischen Rundfunk. Also er sagt auch sehr, sehr deutlich, Chemtrails sind auch in der Mitte der Gesellschaft. Und was es mit dieser Geschichte jetzt aus der naturwissenschaftlichen Sicht auf sich hat, darauf gehen wir jetzt, das sehen wir uns jetzt kurz an. Und ich fasse am Anfang nochmal kurz zusammen, was wird eigentlich jetzt ganz konkret behauptet? Also was soll eigentlich versprüht werden? Das Hauptsächliche, was immer wieder behauptet wird, sind Barium, Aluminium und Strontiumsalze, die dort versprüht werden. Warum? Kommt gleich. Außerdem ist immer wieder mal die Rede von Schwefelsäure. Es ist die Rede von relativ diffus von allen möglichen Giften, die dort verbreitet werden sollen. Manchmal werden welche genannt. Teile davon sind auch gar nicht so giftig, aber gut. Und alle möglichen Krankheitserreger. Auch meistens entweder wenig konkret oder wenig sinnvoll, sagen wir mal. Ja, wozu soll das dienen? Das Häufigste, was genannt wird, ist, es soll eine Gegenmaßnahme zum Treibhauseffekt sein. Also man versucht irgendwas zu machen, womit man den Treibhauseffekt reduzieren kann, ohne weniger CO2 ausstoßen zu müssen. Dazu beruft man sich entweder auf das sogenannte Welsbach-Patent, das ist ein etwas
etwas merkwürdiges Patent aus den 90er Jahren, wo sich Leute überlegt haben, ob man nicht durch spezielle Substanzen in der hohen Atmosphäre die Wärmeabstrahlung der Erde absorbieren und sie in einem anderen Frequenzbereich wieder aussenden, es schaffen könnte, sozusagen den Treibhauseffekt auszutricksen. Oder einfach natürlich durch mehr Wolken. Also mehr Wolken würde heißen, die Atmosphäre reflektiert mehr Licht zurück ins All und das würde die Erde tatsächlich auch abkühlen, wenn man mehr Wolken aus irgendwelchen Gründen hätte. Realistisch betrachtet muss man sagen, beides würde nur dann funktionieren, wenn man das wesentlich weiter oben macht, als Flugzeuge fliegen normalerweise. Weil in den Bereichen, wo Flugzeuge fliegen, ist einfach zu viel, bleiben die Stoffe einfach nicht lange genug in der Luft. Weitere Sachen, Gründe, die genannt werden. Chemische oder biologische Waffe. Technische Unterstützung für Funksender, mit denen man künstliche Erdbeben erzeugen kann. Eine Massenimpfung oder ganz einfach Reduzieren der Weltbevölkerung. Also es geht wirr durcheinander, die Leute widersprechen sich auch teilweise. Sie widersprechen sich bei dem, was versprüht wird, sie widersprechen sich mit dem, wozu es versprüht wird, was sie aber nicht daran hindert, sich ständig gegenseitig zu zitieren und gegenseitig zu bestätigen. Auch mal gegenseitig zu beschimpfen, aber im Wesentlichen referenzieren die sich immer gegenseitig und verleihen sich gegenseitig Glaubwürdigkeit. Nochmal ganz konkret, welche Substanzen hat zum Beispiel ein sogenannter Whistleblower erzählt auf einer Montagsdemo in Dresden, wo er also davon spricht, dass er angeblich hätte mitarbeiten müssen und daraufhin entlassen worden wäre, nachdem er das nicht machen wollte, bei dem Vorbereiten eines Flugzeuges für das Ausbringen dieser Chemtrails. Und da sagt er also ausdrücklich, es wären Aluminiumsulfide und Bariumoxide, die dort verbreitet worden wären. Und an der Stelle übergebe ich jetzt einfach mal an den Martin Schmidt und frage ihn, Martin, was passiert denn, wenn man in der hohen Atmosphäre Aluminium, also in der hohen Troposphäre, da wo Flugzeuge fliegen, Aluminiumsulfide und Bariumoxide versprüht? Ja, bevor ich zur Chemie komme, der Mensch war beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum Oberpfaffenhofen, hat da gearbeitet und die haben tatsächlich Flugzeuge befüllt, wo die das versprüht haben. Dann sind sie im zweiten Flugzeug hinterhergeflogen und haben halt gemessen, wie die Partikelkonzentrationen in der Atmosphäre waren, ob das Versprühen geklappt hat. Das ist ganz normale meteorologische Forschung. Und jetzt ist nur die Frage, warum mussten die da Handschuhe tragen, also Schutzanzüge tragen? Das liegt ganz einfach daran, das Bariumoxid selber, was die eingesetzt haben als Suspension oder andere Bariumsalze, die sind löslich, das heißt, die werden vom Körper aufgenommen. Barium ist ein Schwermetall wie Blei. Das heißt, wenn man das versehentlich verschluckt, kriegt man eine Schwermetallvergiftung. In der Luft hat man immer ein bisschen Schwefelsäure aus dem sauren Regen. Und das Bariumoxid reagiert mit der Schwefelsäure zu Bariumsulfat. Bariumsulfat ist ein ungiftiges weißes Pulver, ist unlöslich, das heißt oben rein, unten raus, genau wie Bleisulfat auch, wird in der Medizin als Magenkontrastmittel verwendet, das heißt, der Patient muss ungefähr 100 Gramm Bariumsulfat schlucken. Wenn das dann im Magen ist oder im Darm ist, sieht man den Magen oder den Darm im Röntgenbild ganz besonders gut. So viel zur Giftigkeit von Bariumsulfat. Bei Aluminiumsulfid ist es ganz genauso. Aluminiumsulfid als Verbindung an sich ist löslich und auch giftig. In der Luft setzt sich das relativ schnell um zu Aluminiumsulfat. Aluminiumsulfat wird bezeichnet als schwefelsaure Tonerde, ist als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen. Es ist ein Stabilisator, einfach ein Verdickungsmittel. E520 ist damit ungiftig. Das heißt, was man in die Tanks füllt, ist schon giftig. Da hat er vollkommen recht, deswegen auch die Schutzanzüge. Bloß, was dann in der Luft raus wird, ist absolut unproblematisch. Strontium verhält sich wie Barium, ist aber ungiftig, bildet auch Strontiumsulfat. Also Strontium ist noch harmloser, wenn es nicht radioaktiv ist. Mit anderen Worten, was der da beschreibt, ist ganz normale meteorologische Forschung. Wenn die Sachen einmal in der Atmosphäre sind, sind sie ungiftig. Das ist eben so. Bevor wir weitergehen, gehen wir kurz darauf ein, wie eigentlich Wolken entstehen. Wenn man hier auf der Erdoberfläche ist, dann nimmt die Temperatur in der Troposphäre, das ist etwa bis 10 bis 12 Kilometer Höhe, da wo Wolken sind, je höher, desto kälter. Der Luftdruck nimmt natürlich auch nach oben hin ab. Wenn man dann ein Luftpaket hat, also einfach eine Menge Luft und es scheint die Sonne drauf, dann steigt diese Luft auf. Je höher sie kommt,
desto mehr dehnt sie sich aus. Und je höher sie kommt, desto kälter wird sie. Und oberhalb einer bestimmten Grenze ist, wenn es kalt genug ist, dann kondensiert die Luftfeuchtigkeit. Aber sie kondensiert nicht einfach so, sondern was man dazu braucht, ist sogenanntes Aerosol. Das sind ganz kleine Staubteilchen, die eigentlich immer in der Atmosphäre drin sind. Und den Einfluss der Staubteilchen auf die Wolkenbildung, dazu haben wir ein Experiment. Das hat der Sascha Staubach mitgebracht. Sascha Staubach ist Geologe, arbeitet in der Agentur für Öffentlichkeitsarbeit der geowissenschaftlichen Fachbereiches an der Uni in Frankfurt. Ein Applaus für Sascha. Ja, danke schön. Ich denke, ich kann. Können Sie mich hinten verstehen, wenn ich so spreche? Nimm das Mikro. Dann nehme ich das Mikro. Okay, das Kabel ist zu. Nimm das andere Mikro. Ich versuche es trotzdem mal so, denn ich brauche gleich beide Hände, das ist ein bisschen schwierig. Der Versuch soll demonstrieren, wie Wolken entstehen. Und dazu habe ich hier ein Plastikgefäß mit einer ganz kleinen Wasserpfütze, also das ist ganz normales Wasser, Mineralwasser von den Referenten. Und was hier die ganze Zeit so im Hintergrund knattert, ist eine kleine Vakuumpumpe. Denn ich versuche jetzt in diesem Bereich die Bedingungen der höheren Atmosphäre darzustellen, dazu muss ich den Luftdruck einfach erniedrigen. Und das Wasser habe ich dazu eingefüllt, um ein kleines bisschen mehr Luftfeuchtigkeit drin zu haben. Ich setze jetzt mal die Glocke drauf und sauge die Luft ab. Und wenn Sie jetzt darauf achten, sieht man schon, wie die Luftfeuchtigkeit hier drin kondensiert. Ich habe die Temperatur nicht signifikant erhöht oder erniedrigt, sondern ich habe nur den Luftdruck erniedrigt. Und dadurch überschreitet die Feuchtigkeit ihren Taupunkt, das heißt, sie kondensiert und bildet winzig kleine Wassertröpfchen, die sich jetzt so als Nebel niederschlagen. Das Ganze konnte man so ganz gut sehen. Ich kann den Effekt immer noch deutlich verstärken. Und Sie haben den sicherlich alle schon gesehen, diesen Effekt. Und dazu füge ich hier Kondensationskeime ein, also winzig kleine Partikel, an denen sich das Wasser viel schneller anlagern kann, als wenn es ein anderes Wassermolekül suchen müsste, um sich damit zu einem Partikel zusammenzuballen. Und dazu sauge ich einfach ein bisschen Verbrennungsgase hier ein. Das reicht schon. Also ich habe jetzt hier keinen dicken Qualm eingesaugt, sondern einfach nur ein kleines bisschen Luft aus dieser Streichholzflamme. Und wenn ich jetzt den Luftdruck hier drin erniedrige, bildet sich schlagartig eine Wolke. Und wenn ich den Luftdruck wieder erhöhe, dann fällt die Wolke wieder zusammen, weil der Taupunkt in die andere Richtung überschritten wird. Und diesen Effekt haben Sie sicherlich schon häufiger gesehen, und zwar an Silvester. War die letzten Jahre häufig so, es war relativ feucht, kalt, aber die Luft war noch relativ klar bis kurz vor 12, 10 vor 12, 5 vor 12. Und sobald die Knallerei losgeht, wird es schlagartig nebelig, besonders hier im Frankfurter Becken oder sowas. Und das ist nicht der Qualm von den Feuerwerkskörpern, sondern das sind die Kondensationskeime, die schlagartig eingetragen werden in die Atmosphäre, wo sich diese an Feuchtigkeit übersättigte Luft dran auskondensieren kann. Und ja, jetzt ist die Wolke wieder weg. Und jetzt kann ich auch das Geknatter ausmachen. Ja, Sascha, vielen, vielen Dank für den eindrucksvollen Versuch. Also, der Sascha hat uns sehr schön gezeigt, dass solche Wolken, das sind hier jetzt Gewittertürme, dass solche Wolken entstehen eben, wenn man solche Kondensationskeime hat. Jetzt gibt es in manchen Gegenden der Erde den Fall, dass man zwar feuchte Luft hat, dass aber die Kondensationskeime fehlen. Und was man dann macht, ist tatsächlich das Versprühen, gezieltes Versprühen von Kondensationskeimen, sogenanntes Aerosol. Und was man da nimmt, ist Silberjodid. Silberjodid führt dazu, dass sich Wolkentropfen bilden. Macht man zu zwei Zwecken. Zum einen in Gewitterwolken zur Abwehr von Hagel. Ob das was hilft oder ob das nur Gesundbeten ist, weiß ich nicht. Denn wenn es eh Gewitterwolken gibt, dann hat man ja eh schon die Wolkentropfen gebildet, dann bringt eigentlich das Silberjodid gar nichts mehr. Und das andere, was aber tatsächlich was bringt, ist zur Bildung von Regenwolken in nasser, wolkenloser Luft. Das wird zum Beispiel in Israel gemacht, damit die warme, feuchte Luft vom Mittelmeer sich brav über Israel abregnet, versprüht man also Silberjodid. In Israel ist das relativ schwierig, denn das ist nicht so ganz genau zu steuern. Und Israel ist ja nur 50 Kilometer breit
Das heißt, man muss schon ziemlich aufpassen, dass es weder über den Mittelmeer abregnet, noch über Palästina. Wird aber gemacht. Das Ganze sind natürlich immer nur kleine Mengen. Denn Silberjodid ist, da steckt ja Silber drin, ist teuer. Außerdem ist Silberjodid so gelblich-gräulich, also ist gelblich, doch ist gelblich-gräulich. Das heißt, da erzeugt man keine riesigen weißen Qualmwolken mit, sondern einen dünnen grauen Faden oder sowas. Gibt auch keine Fotos davon, vom Versprühen von Silberjodid, weil man praktisch nichts sieht. Das sind ja keine riesen Rauchwolken. Regen. Der Regen entsteht, was man meistens nicht sieht, auch in mittleren Breiten steht der meiste Regen aus Eiswolken, auch im Sommer. Zeige ich gleich noch ein Bild. Tiefe Wolken sind meistens Wasserwolken, also das hier sind alles Wasserwolken. Hohe Wolken sind meistens Eiswolken, ein Beispiel. Das hier unten, alles was so blumenkohlartig aussieht, das sind Wasserwolken. Was da oben so faserig aussieht, da ist es dann schon so kalt in der Atmosphäre, dass der Wasserdampf gefriert und dann sind das Eiswolken. Anderes Beispiel aus Südfrankreich. Hier unten diese blumenkohlartigen Wolken, das sind Wasserwolken. Und hier oben diese faserigen, watteartigen Wolken, das sind Eiswolken. Eiswolken, auch Zirren genannt. Cirrus bedeutet eigentlich Haarlocke. Das sind so ganz typische Eiswolken. Höhe etwa 10 bis 12 Kilometer. Eiswolken sind die höchsten Wolken und die Wolkenobergrenze liegt bei uns, also in diesen Breiten hier bei 10 bis 12 Kilometer, über den Nord- und Südpol eher bei 8 Kilometern, in den Tropen bis 20 Kilometer. Aber hier so als Faustregel 10 bis 12 Kilometer, das ist dann da, wo diese Wolken sind. Hier auch noch sieht man richtig schön diese faserigen Wolken. Manchmal ist es so, als hätte man den Himmel verkratzt. Das sind alles Eiswolken. Van Gogh hat die auch gemalt. Also dieses hier, das sind sicherlich alles diese Zirren, diese Eiswolken und das sind Sterne. Das ist der Himmel über Frankfurt im Winter. Wenn man sich jetzt anguckt, wo ist es da am kältesten? Also es ist nicht bei plus 20 Grad auf dem Erdboden, es ist auch nicht in dem Tiefkühlschrank, der da vielleicht irgendwo steht, sondern der kälteste Punkt auf dem Bild ist hier oben, das ist nämlich minus 50 Grad. Und das hier oben sind dann Zirren, also Eiswolken, und diese Striche da, das sind Contrails, Flugzeugkondensationsstreifen. Wie sieht sowas aus? Man hat milchige Bewölkung, diese milchigen Schleierwolken, das sind Eiswolken. Und das sind dann die Flugzeugkondensationsstreifen. Die zeige ich gleich nochmal genau. So sieht das aus, wenn man ein Flugzeug tatsächlich fotografiert. Was auffällt, ist, dass die Kondensationsstreifen nicht direkt am Flugzeug anfangen, sondern dahinter und dass sie außerdem genau hinter den Triebwerken anfangen. Wie kommt das? Aus den Triebwerken kommt heißer Wasserdampf raus, weil beim Verbrennen von Kerosin entsteht Kohlendioxid und Wasserdampf, der ist aber natürlich heiß, 600 bis 800 Grad, das heißt, der ist unsichtbar. Und erst ein Stückchen hinter dem Flugzeug fängt der an, Wolkentröpfchen und dann Eiskristalle zu bilden. Und deswegen nimmt das hier mit der Zeit zu und es ist natürlich genau hinter den Triebwerken und nicht sonst wo. Das heißt, so sieht ein ganz typischer Kondensationsstreifen aus, also der Beginn. Wenn man trockene Luft hat, dann lösen die Kondensationsstreifen sich relativ schnell auf. Wenn die Luft sehr trocken oder sehr warm ist, bilden die sich gar nicht erst. Ansonsten hört der hier ziemlich schnell auf. Wenn man feuchte Luft hat, zum Beispiel bei Regen oder so, dann bleiben die Kondensationsstreifen bestehen. Und manchmal hat man auch übersättigte Luft, wo also die Luft mehr Wasserdampf enthält, als die Luft eigentlich fassen kann. Und dann breiten sich die Kondensationsstreifen immer weiter aus, weil jedes dieser kleinen Eiskristallchen Kristallchen dient wieder als neuer Kondensationskeim, wo sich weiterer Wasserdampf drauf abscheidet, sodass diese Eiskristallchen immer größer werden und sich auch immer weiter verbreiten. Und dann kriegt man solche breiten Kondensationsstreifen, die sich auch nicht wieder auflösen. Das ist ein angeblicher Chemtrail aus sauberer-himmel.de. Die sagen, das ist ein Contrail, der löst sich auf, Flugzeugkondensationsstreifen, und das ist ein Chemtrail, wo offensichtlich Chemikalien versprüht worden sind. Quatsch.
das ist einfach ein älterer Contrail und das ist einfach trockene Luft gewesen. Was ist kein Contrail? Naja, Versprühen von Chemikalien, zum Beispiel über Äckern. Also wenn man Chemikalien versprüht, dann macht man das natürlich möglichst niedrig, damit die Sachen da hinkommen, wo sie hin sollen und nicht in mehreren Kilometern Höhe. Was hier außerdem noch auffällt, wenn man genau hinguckt, diese Düsen hier sind überall an den Tragflächen. Das heißt, wenn man versprüht, sprüht man natürlich breit und nicht strichförmig. Was auch keine Chemtrails sind, ist sowas. Wasser ist auch Chemie. Wasser ist auch Chemie, okay. Was auch keine Chemtrails sind, obwohl da ist es schon kritisch, das ist ein Löschflugzeug mit Ammoniumsulfat gefärbt mit Eisenoxid. Da könnte man jetzt schon sagen, okay, das sind Chemikalien, in dem Fall aber, das ist beides ungiftig, zum Waldbrände löschen. Auch das ist kein Chemtrail, das Ablassen von Kerosin vor Notlandungen, um halt die Tanks von den Flugzeugen zu leeren. Das ist zwar eine Sauerei, aber eigentlich kein Chemtrail in diesem Sinne. Das ist Versprühen von Farbstoffen, zum Beispiel bei Flugschauen. Auch hier sieht man, wenn man genau hinguckt, das ist jetzt kein Contrail, also kein Kondensationsstreifen, denn der würde erst hier beginnen, sondern so sieht das aus, wenn tatsächlich Farbstoffe oder irgendwas direkt am Flugzeug versprüht werden. Das heißt, hier fangen die Wolken direkt am Flugzeug an. Daran kann man sehr schön unterscheiden. Super Bild finde ich das. Auch bei der Flugschau, man sieht auch hier, es fängt sofort am Flugzeug an und es verbreitet sich hier hinten nicht, sondern es zerfällt einfach, also es verteilt sich und wird damit einfach weniger sichtbar. Also wenn man was versprüht, dann sieht das hinterher so aus und nicht wie so ein typischer Kondensationsstreifen. Was es auch gibt, sind sogenannten Wirbelschleppen. Das ist, hat man besonders bei Regen, wenn ein Flugzeug durch regennassen Himmel fliegt, dann gibt es überhalb der auf den Tragflächen und hinter den Tragflächen gibt es Wirbel. Und da gibt es auch Bereiche mit Unterdruck. Und in den Bereichen mit Unterdruck passiert genau dasselbe, was wir hier eben gesehen haben. In den Bereichen mit Unterdruck kondensieren die Wassertropfen sofort und man kriegt sofort Nebel. Und dann kriegt man einerseits hier an den Tragflächen solche Nebelbänder, man kriegt aber auch in der Mitte der Tragflächen, manchmal auch am Ende, solche richtigen Nebelfetzen. Es sieht aus wie so ein dünner Wasserstrahl. Manchmal, wenn man fliegt und über den Tragflächen sitzt und bei Regen landet, sieht man das auch, dass an den Tragflächen Enden wie so ein Wasserstrahl abgeht. Das sind einfach die Wirbel, wo dann halt die Wolkentropfen sich bilden, so wie wir das hier eben auch gesehen haben. Das hat mit Versprühen von irgendwas nichts zu tun, das gibt es auch nur bei Regen. Beim Landen eines Flugzeugs sieht das genauso aus. Da sieht man auch schön genau an der Tragfläche Ende und hier halt unter den Tragflächen oder hinter den Tragflächen, wo halt ein bisschen Unterdruck gewesen ist. Das ist also ganz normal. So sieht also ein normaler Flugzeugkondensationsstreifen aus. Das ist jetzt ein angeblicher Contrail aus der Webseite leyline.de, wobei die sagen, wir haben uns mit dem Kernteam der Bürgerinitiative Sauberer Himmel neu formiert und die sagen, das ist ein Contrail. Was sage ich dazu? Naja, wenn das ein Contrail wäre, würde das hier auf der ganzen Breite anfangen und nicht genau hinter den Tragflächen und vor allen Dingen nicht mit einem Leerraum dazwischen. Das ist also definitiv ein, und auch nicht stärker werden mit der Zeit, sondern schwächer werden mit der Zeit. Das heißt, das hier sind ganz normale Eiskristalle. Ganz typisches Bild. Auch das hier ist auch ein angeblicher Chemtrail von derselben Webseite. Wenn man das groß vergrößert, wieder das Gleiche. Ganz normale Eiskristalle, die sich genau hinter den Triebwerken, ein Stück hinter den Triebwerken, hinter dem Flugzeug bilden und dann erstmal stärker werden, weil die Eiskristalle dann ja erstmal der heiße Wasserdampf dann ja erstmal abkühlen muss. Also was die da als angeblichen Chemtrail verkaufen, ist ganz normaler Kondensationsstreifen. So sieht das aus. Bild aus Frankfurt.
gilt als Frankfurt höchst. Die sind breiter geworden mit der Zeit. Also hier haben wir offensichtlich eine Wetterbedingung, wo die Luft Wasserdampf übersättigt war, das heißt, wo mehr Wasserdampf in der Luft war, als die Luft eigentlich aufnehmen kann. Und sobald dann kleine Kondensationskeime reinkommen, wächst das eben immer weiter. Es kann richtig schön breit wachsen. Und dann gibt es manchmal Stellen, wo die Chemtrail-Leute sagen, aha, hier hat der Pilot aufgehört zu sprühen und hier hat er wieder angefangen zu sprühen. Hier ist er gekommen, hat aufgehört zu sprühen und hier hat er wieder angefangen zu sprühen. Was sagt der Meteorologe dazu? Der Meteorologe sagt einfach dazu, na, da war die Luft eben entweder trockener oder wärmer und deswegen gibt es keine Kondensationsstreifen. Der Kondensation, oder sie haben, vielleicht hat sie kurz gegeben, aber danach haben sie sich wieder aufgelöst. Denn wenn die Luft trocken ist, dann verdampfen die einfach. Und wenn die Luft zu warm ist, dann schmelzen die und verdampfen auch einfach. Und dann sind sie halt wieder weg. Also sowas ist ganz normal. Gibt es bei Wolken übrigens auch, das sind Zirren. Und auch da haben sie immer wieder Bereiche mit blauem Himmel dazwischen. Da ist die Luft dann eben trockener oder wärmer. Deswegen gibt es da keine Zirren. Und wenn dann da ein Flugzeug langfliegen würde mit einem Kondensationsstreifen, passiert genau dasselbe, wie mit natürlichen Wolken auch passiert. Das ist ein Bild an einem Tag, wo die Luft tatsächlich Wasserdampf übersättigt war. Und hier sieht man die ganzen Flugrouten der Flugzeuge über Deutschland. Da muss man schon dazu sagen, das hat einen Einfluss auf das Klima. Denn hier erhöht man die Wolkenbedeckung, das heißt unter den Kondensationsstreifen wird es tatsächlich kühler. Also das ist schon eine Sauerei, dass der Mensch auf diese Weise das Klima beeinflusst. Das hat aber mit dem Versprühen von Chemikalien nichts zu tun. Die Verschwörer sagen immer, wenn wir hier einen sogenannten Halo haben, das ist ein Ring um die Sonne, der käme besonders stark durch Chemtrails. Nach dem Motto, mit ein bisschen Glück kann man Haloerscheinungen wie die in diesem Video auch bei uns im Himmel sehen, die im Zuge des solaren Geoengineering versprühte Chemie am Himmel macht dies möglich. Für die Fachleute unter Ihnen, der Halo ist das Ganze, da oben ist der sogenannte obere Berührungsbogen, da rechts und links sind Nebensonnen. Wenn die Sonne gerade hinter einem Baum steht, kann es sein, dass die Nebensonnen heller sind als die Sonne selber. Halos sieht man bei uns relativ selten. Nebensonnen sieht man, wenn man darauf achtet, ungefähr zweimal im Monat. Nebensonnen sind bei uns hier in Frankfurt etwa doppelt so häufig wie Regenbögen. Man muss nur darauf achten. Woran erkennt man so eine Nebensonne? Erstens, sie wandert nicht mit den Wolken mit, sondern sie bleibt im gleichen Abstand von der Sonne stehen. Der Abstand zwischen der Nebensonne und der Sonne ist ungefähr 20 Grad, etwas mehr als eine Handspanne. Und die Nebensonnen sind farbig. Was man am ehesten sieht, ist gelb. Achten Sie mal drauf, sieht man ein- bis zweimal im Monat. Ganz typisch bei Schleierwolken. So ein Halo, so einen schönen, den sieht man relativ selten. Vielleicht zwei-, dreimal im Jahr. So sehen Halos aus. Das sind alles Fotos, die ich selbst gemacht habe. Halos kommen durch die Brechung des Lichtes an Eiskristallen, das heißt, wenn man Schneekristalle hat, die in der Luft schweben, das Ganze sind ja Eiswolken, dann geht das Licht hier rein in die sechseckigen Plättchen, da durch und da raus, hier sieht man es nochmal, da rein, hier durch und da raus, und der Winkel hier sind 22 Grad, deswegen wird die Sonne um 22 Grad verfälscht, dadurch kriegt man den Ring um die Sonne im Abstand von 22 Grad. Ganz einfach. Halo in Frankfurt-Simmlingen. Da ist ein Contrail, genau. Hier ist einfach eine Eiswolke. Auf den Malediven mitten im Indischen Ozean, da hat garantiert kein Flugzeug so viel versprüht, dass man das sieht. Das ist in Frankfurt. Okay, das sind natürlich hier Kondensationsstreifen, aber der Rest, zumindest hier, ist eine ganz normale Eiswolke. Eiswolken gibt es übrigens auch um den Mond rum, auch im Abstand von 22 Grad.
Eiswolken sind auch nichts Neues, sondern es gab sie schon relativ früh. Ich zitiere mal aus einem Buch von 1930. Hinter den Bergen stieg ein riesiger, leuchtender Bogen hervor. Wie weißes Feuer stand er im dunklen Nachthimmel. In der Mitte des Bogens erschien dann der Mond. Die ganze herrliche Strahlenerscheinung war noch nicht hinter den Bergen emporgestiegen, als er sich vor den Bergen zu einem großen Kreise schloss. Dadurch wirkte er noch gewaltiger und näher und über alle Maßen wunderbar. Gegen den riesenhaft flammenden Lichtkreis wirkte die Erdlandschaft schattenhaft tot, wie eine erloschene Scheibe. Der Mondring soll schlechtes Wetter bedeuten, sagte Karl. Jetzt werden Sie sagen, 1930 gab es schon Flugverkehr. Ja, das ist aber aus dem Buch Eine Frau erlebt die Polarnacht, ist ein Reisebericht aus Spitzbergen, aus den nördlichen Spitzbergen im tiefsten Winter. Die haben in dem halben Jahr kein einziges Flugzeug gesehen. Ich habe hier noch ein anderes Buch. Kannst du mal das Mikrofon halten? Lexikon. Halo. Von griechisch halos. Eigentlich Tenne, dann rundliche, dann Rundung überhaupt. Eine Art Hof. Ringe um Sonne oder Mond, die einen Durchmesser von 22 Grad haben, bald weiß erscheinen, oft aber auch in Regenbogenfarbe umgekehrter Reihenfolge zu sehen sind. Das Rot ist innen. Der Halo entsteht durch Brechung des Lichtes in den in höheren Regionen der Atmosphäre schwebenden Eiskristallen. Häufig zeigt sich ein zweiter Ring von 46 Grad, der ebenfalls der Lichtbrechung in den Eiskristallen seine Entstehung verdankt. Vielfach verbindet man solche Ringe verbunden mit Streifungen. Das ist hier der waagerechte Streifen. Namentlich tritt ein Horizontalstreifen auf. Diese Entscheidung nennt man Nebensonnen oder Nebenmonde. Das Ganze sind Mondringe bzw. Sonnenringe. Meyers, ne, Brockhaus Konversationslexikon 1902. Also, hä? Nein, das ist ein Originalbuch, das ist kein Nachdruck. Das ist hier ein sehr schönes Bild von dem Halo aus den Alpen, hat ein Student von mir aufgenommen. Hier sieht man also die Nebensonnen, hier sieht man wunderschön den Halo. Wenn man ganz genau hinguckt, geht der Halo vor die Berge. Das liegt ganz einfach daran, wenn es ein bisschen windig ist und hier ist so ein bisschen Schneestaub oder Eisstaub in der Luft, dann hat man natürlich Brechung von der Sonne auch unterhalb der Luft, sprich in der Luft zwischen hier der Skipiste und dem nächsten Berg, hat man natürlich auch Lichtbrechung, also auch einen Halo. Ich glaube nicht, dass hier 10 Flugzeuge lang geflogen sind oder Chemikalien ausgespült worden sind. Gut, ich übergebe wieder an den Holmhümmler. Ja, ich gehe jetzt ein bisschen weg von dem Aspekt der Wolkenchemie und Wolkenphysik zu einem anderen Feld der Meteorologie, ein Feld der Meteorologie, das mich in der Uni immer besonders fasziniert hat, nämlich die Synoptik, die Lehre von der Wetterbeobachtung und Wettervorhersage. Und da ist zunächst mal die Frage, wie sind denn Wetterlagen, bei denen Leute Chemtrails beobachten? Und zunächst mal, woran erkennen denn Chemtrail-Gläubige, wieso sagen die, das ist ein Chemtrail? Die sagen, okay, ein Chemtrail erkennt man daran, der löst sich nicht schnell auf. Chemtrails erkennt man auch daran, man sieht viele gleichzeitig. Dann, Martin hat es gesagt, die haben häufig Unterbrechungen zwischendurch und dann gehen sie irgendwo weiter. Und die sagen, es kann kein natürlicher Kondensstreifen sein, der müsste ja immer durchgehen. Da hat jemand aufgehört zu sprühen, wieder angefangen zu sprühen. Wir haben diese Halos und diese Reflexe an den Halos, wie die Nebensonnen. Und was die auch sehr, sehr häufig sagen, und das hat zum Beispiel ja auch der Mario Romanowski vom Neuschwabenland-Forum in dem Filmchen gesagt, danach wird es trüb. Also danach trübt es sich ein. Das ist auch eine typische Erscheinung, die sagen, okay, da werden Chemtrails versprüht und danach bilden sich Wolken. So, nach dieser Beschreibung, wann würde denn diese Beschreibung auf normale Kondensstreifen zutreffen, in welcher Situation? Nun zunächst mal, damit sich die Kondensstreifen nicht schnell auflösen und man viele gleichzeitig sehen kann,
müsste eben eine natürliche Neigung zur Bildung von schichtförmigen Zirruswolken da sein. Damit diese Unterbrechungen auftreten, müsste irgendwie so eine wellige Strömung da sein. Also man braucht ein bisschen Dynamik in der Atmosphäre, da muss ein bisschen Wind da sein. Das Ganze logischerweise in der Eiswolkenhöhe, aber das ist eben auch die Höhe, in der normalerweise Kondensstreifen entstehen, also in großer Höhe. Und eine solche Wetterlage tritt ein in großer Höhe, wenn dort in der Höhe Warmluft zufließt. Also wenn Kaltluft zufließt, gibt es eher so einen Hebungsprozess wie mit Quellwolken. Wenn Warmluft zufließt, dann schiebt die sich so auf die kalte Luft drauf und dann fängt es an und wird erst oben trüb und es können sich oben Wolken bilden und dann geht das langsam, dann kommen die Wolken immer weiter runter, bis es sich dann in Dauerregen übergeht. Das ist so der typische Verlauf bei einer Warmfront. Es gibt auch weniger idealtypische Arten von Warmluftzufuhr. Aber das, so ungefähr das müsste man erwarten an Wetterlage, wenn Kondensstreifen natürlicherweise aussehen sollten, wie diese Beschreibung von Chemtrails ist. Also habe ich mir mal angeschaut auf Sauberer Himmel. Die haben das relativ schön zusammengestellt. Die haben immer noch auf ihrer Website eine Übersicht von 15 Tagen, an denen sie Chemtrails fotografiert haben. Stammen alles aus der Zeit 2010 bis 2012 und da ist sehr schön dokumentiert, an welchem Tag ist das aufgenommen, bei einzelnen Bildern sogar die Uhrzeit und an welchem Ort ist das aufgenommen. Das ist ja auch wichtig, dass man das einigermaßen gut einordnen kann. Und dafür habe ich mir dann die Wetterberichte gezogen. Und zwar gibt es glücklicherweise Archive, wo man also von ganz unterschiedlichen Wetterdiensten, die müssten sich also alle abgesprochen haben, das zu manipulieren, diese Daten zusammentragen kann und sich dann aus unterschiedlichen Quellen, unterschiedliche Wetterdienste, Messdaten, Vorhersagedaten von damals sich anschauen kann, wie war denn da das Wetter. Da gibt es also sehr, sehr vielfältig, was es da an Informationen gibt. Und das habe ich jetzt gemacht für diese 15 Tage. Ich zeige Ihnen jetzt nicht alle 15 Tage, noch mal so zwei Beispiele. Das ist zum einen hier mal der 9. Oktober 2011. Da sind also diese Bilder hier in Neustadt am Main gemacht worden. Man sieht also hier diese Zirruswolken und dazwischen diese langlebigen, auseinandergelaufenen Kondensstreifen. Und die schreiben hier auch von Halo-Erscheinungen. Ich sehe es jetzt auf den Bildern nicht, aber eben diese Effekte. So, und dann schauen wir uns die Wetterkarte an. Das ist jetzt die Wetterkarte vom britischen Wetterdienst mit der fertigen Frontenanalyse drin. Da sehen wir hier in der Nacht, und die habe ich jeweils für 0 Uhr, also das ist in der Nacht, bevor diese Bilder aufgenommen worden sind, sehen wir hier eine Warmfront, die läuft über Großbritannien und dann über die Normandie so Richtung Biscaya runter. Und 24 Stunden später haben wir hier dann diese Warmfront, die gerade über Deutschland am Boden angekommen ist. Das heißt, die Warmfront ist relativ langsam vorwärts gekommen, das liegt an diesem Hochdruckkeil hier, der sie abbremst. Aber sie ist im Wesentlichen, haben wir hier eine Warmfront, die im Laufe des Tages sich angenähert hat und im Laufe des Tages waren sozusagen ihre Vorboten über Deutschland in der Luft und in der Nacht dürfte es dann angefangen haben zu regnen irgendwann. Das ist also ein völlig normaler Verlauf und ein völlig normaler Himmel, wie man ihn erwartet, wenn eben eine Warmfront durchzieht. Das ist jetzt ein paar Tage später, eine Serie von Bildern aus Ostfriesland, wo man auch diese sehr langlebigen Kondensstreifen gesehen hat. Und das Erste, was wir sehen, ist, wenn wir hier die Wetterkarte angucken, hier ist keine Warmfront. Also hier gibt es zwar eine Warmfront über Großbritannien, aber die kommt hier überhaupt nicht vorwärts gegen dieses massive Hoch über Polen, was wir hier sehen. Das heißt, hier kann sich die Warmfront hierüber nicht ausgebreitet haben. Was wir aber sehen, ist, hier ist eben dieses Hoch. Und ein Hochdruckgebiet verhält sich im Prinzip, Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete verhalten sich im Prinzip in der hohen Atmosphäre wie große Schaufelräder. Um ein Hochdruckgebiet kreist in der hohen Atmosphäre die Luft im Uhrzeigersinn. Das heißt, das Hochdruckgebiet transportiert hier über Weißrussland und der Ukraine Luft aus dem Polarbereich nach Süden und es transportiert hier an seiner Westflanke Luft aus dem Mittelmeerraum nach Norden. Feuchte, also Luft aus dem Mittelmeerraum, die zu uns kommt, ist im Normalfall wärmer als die Luft, die da ist und das führt eben zu einem solchen Wolkenschleier. Das können wir auch auf dem Satellitenbild sehen. Das ist jetzt das Satellitenbild von 12 Uhr mittags. Da sehen wir hier unter diesem Hochdruckgebiet sogar Quellwolken. Das ist, kommt also dann daher, dass die Sonne da auf den Boden geschienen hat, den Boden erhitzt hat. Die Luft an sich schon relativ ausgekühlt ist zu der Zeit und das führt dann zu so ein bisschen Quellwolkenbildung. Die kommt wahrscheinlich nicht sehr hoch, dürfte nicht regnen bei einem Hochdruckgebiet. Und hier in diesem Bereich westlich des Hochdruckgebiets haben wir diese Zone, wo wir diese auseinandergefaserten und ganz lang gezogenen in fast Nord-Süd-Richtung diese Schleierwolken haben. Und das kommt einfach dadurch, dass hier an der Westflanke dieses Hochdruckgebiets diese starke Südströmung da ist. Das ist also eine zweite Wetterlage, wo wir eine Warmluftzufuhr sehen, die
zu diesem Himmel führen kann. So, was ist jetzt mit diesen 15 Tagen? Ich habe sie mir, wie gesagt, alle angeguckt. An 8 von diesen 15 Tagen haben wir eine ganz klare Warmfrontlage. An 2 Tagen haben wir diese Situation eines Hochdruckgebiets, an dessen Westflanke Luft nach Norden transportiert wird. An den anderen 5 Tagen haben wir eine etwas unübersichtliche Lage, wo wir mehrere Fronten haben, aber wo im Wesentlichen auch ein Tiefdruckgebiet ist, das also diese Warmluft von Süden herantransportiert. Das heißt, wir haben an allen 15 Tagen eine Wetterlage, bei der wir Warmluftzufuhr in der Höhe sehen und bei denen wir genau das Wetter erwarten, bei dem Kondensstreifen ebenso aussehen, wie die Chemtrail-Gläubigen sagen, dass es Chemtrails sind. Seltsam, seltsam. Immer dann, wenn Chemtrails verspult werden, ist zufällig Warmluftzufuhr in der Höhe da. Ja, die haben aber natürlich noch andere Indizien. Sie haben nämlich Wolkenfotos. Sie haben jede Menge Wolkenfotos und die Aussage ist immer, solche Wolken kann es natürlicherweise gar nicht geben. Da haben Sie also zum Beispiel das hier, Chemtrails über Konstanz, und was wir hier sehen, ist eigentlich nichts weiter, als uns der Martin jetzt jede Menge an Kondensstreifen, an aufgelösten Kondensstreifen, wobei das gibt es nicht nur als Kondensstreifen, diese Wolkenbänder, das gibt es auch natürlicherweise. Ich habe hier also zum Beispiel, der Punkt ist, wenn das Chemtrails sind, dann darf es sowas ja vor Ende der 90er Jahre nicht gegeben haben, weil Chemtrails, sagen die selber, werden seit Ende der 90er Jahre versprüht. Ich habe also mal geschaut, ein Buch Atmospheric Physics von Irrbahn & Show, Standard-Meteorologie-Lehrbuch aus dem Jahr 1980, sehen wir genau diese faserigen Wolkenbänder hier drin. Typisch für hohe Eiswolken, wie es im Text dazu heißt. Aber falls Sie jetzt meinen, 1980 könnten ja vielleicht auch schon Chemtrails versprüht worden sein, lege ich Ihnen die Gemäldegalerie Berlin nahe. Da hängt nämlich von Esaias van de Velde, holländischer Landschaftsmaler aus dem 17. Jahrhundert, die Ansicht von Zierichsee. Und da sehen Sie genau die gleichen hohen, faserigen Wolkenbänder. Also, falls nicht Chemtrails schon im 30-jährigen Krieg eingesetzt wurden, gibt es offensichtlich solche Effekte auch auf natürlichem Wege. Eine zweite Wolkenart, mit denen die Leute immer Schwierigkeiten haben, sind solche flachen, so ein bisschen ausgewaschenen, plattgedrückten, auseinandergezogenen, linsenförmigen Wolken. Da schreibt er also hier auf seiner Chemtrails-Seite. Wer hat einen Namen für diese Wolken? Sind das Kachelmann-Wolken, weil damals Jörg Kachelmann sich sehr stark gegen diese Chemtrails-Verschwörungstheorie engagiert hat. Nein, das sind keine Kachelmann-Wolken. Es hilft auch da mal in ein Lehrbuch zu schauen, in dem Fall Einführung in die Meteorologie 1, was man so als Einführung halt empfehlen würde. Da sieht man also solche flachen, ausgewaschenen Wolken mit der Erläuterung dazu, das ist die linsenförmige Schichtwolke Alto Cumulus Lenticularis und die entsteht in der wellenförmigen Strömung hinter einem Berg. Deswegen ist das Bild hier aus Konstanz wenig überraschend. Auch das könnte man natürlich versuchen, jetzt aus älteren Bildern zu finden. Bei flämischen Landschaftsmalern findet man in der Regel, das ist eine typische Föhnwolke. Bei flämischen Landschaftsmalern findet man in der Regel keine Föhnwolken, dafür gibt es in den Niederlanden zu wenig Berge. Die bayerischen Barockmaler haben Wolken meistens nicht realistisch gemalt, das sind immer so Wolkentürme, ganz beeindruckende, wo dann irgendwo Gott rausguckt, das passt auch nicht so richtig. Also in der Romantik bin ich fündig geworden, bei Gustav Kraus. Gustav Kraus ist ein Maler, der im 19. Jahrhundert, der hat diese Oktoberfestumzüge in München viel gemalt, mit diesen Brauereipferden und also unser Wissen davon, wie das Oktoberfest im 19. Jahrhundert aussah, geht im Wesentlichen auf Gemälde von Gustav Kraus zurück. Und bei Gustav Kraus, interessanterweise, scheint irgendwie immer Föhn zu sein auf seinen Bildern. Und, er hat halt viel im Alpenland gemalt. Und bei dieser Ansicht von Innsbruck sieht man sogar, wie diese Wolken entstehen. Wir haben nämlich hier diesen Alpenkamm und über den Bergspitzen stehen diese hohen Quellwolken. Und in dem Moment, wo der Wind über die Berge drüber ist und wieder runterfällt, dann werden diese Quellwolken so auseinandergezogen und in diese linsenförmige Form gepresst. Und das ist dann das, was man im Windschatten der Berge dann als diese Föhnwolken sieht. Nichts Überraschendes und schon im 19. Jahrhundert wohlbekannt und gemalt. Und das ist jetzt eins meiner Lieblingsbilder. Leider, die Seite gibt es nicht mehr, chemtrails.eraserzone.de. Die hatten auch kein Impressum drauf. Insofern weiß ich nicht, wer diese Seite betrieben hat. Was sehr schade ist, weil ich wollte das immer mal anmahnen. Wenn Sie diese Wolkenart in einem Buch, Atlas oder sonstigen Publikationen über Wolken finden, putze ich Ihre Wohnung umsonst. Meine Wohnung hätte es bis heute nötig. Also es geht offensichtlich um diese Wolken hier oben, über diese Fellwolken. Und wenn man die in einem Buch über Wolken findet, ich empfehle mal Einführung in die Meteorologie 1 von Fritz Möller aus dem Jahr 1973. Da finden wir hier diese aufgebogenen Zirren, die krallenförmige Federwolke Cirrus Uncinus. Und ganz typisch
Hier, wie da, haben wir unten drunter diese Haufenwolken. Das ist kein Zufall, weil das entsteht schlichtweg dadurch, dass wir hier oben eine Strömung haben, die diese Cirruswolken verursacht. Und da unten drunter, da wo die Quellwolken kommen, die erzeugen einen Aufwind. Und dieser Aufwind, der auf diese Horizontalströmung trifft, biegt eben dann diese Zirren so nach oben weg. Also bei den Wolkenfotos geht tatsächlich alles mit rechten Dingen zu. Das sind alles natürliche Wolken, die die da zeigen. Das sind aber keine natürlichen Wolken. Das hier sind ganz offensichtlich Streifen, die ein Flugzeug verursacht hat. Ich sage es mal unabhängig von dem Begriff Contrails oder Chemtrails. Aber das kommt von einem Flugzeug und es kommt von Flugzeugen, die hier so schleifenförmig hin und her geflogen sind. Das ist jetzt ein bisschen seltsam, weil Flugzeuge auf Reiseflughöhe im Normalfall nicht schleifenförmig hin und her fliegen. Flugzeuge fliegen gelegentlich Warteschleifen, in Frankfurt nicht mehr so, weil man die Anflugverfahren geändert hat, in anderen Gegenden kommt das noch vor, aber das ist normalerweise nicht in Höhen, wo es Kondensstreifen gibt. Also das ist schon irgendwie seltsam hier. Und ja, da stellt sich die Frage, also für sauberer Himmel ist die Erklärung klar, Kurven und Schleifen verraten Chemtrail-Flugzeuge. Ich habe also mal geguckt, wo findet man denn sonst noch Bilder mit Kondensstreifen in Kurven und Schleifen. Und ich habe zum Beispiel dieses Bild hier gefunden. Das Bild ist erkennbar, ich meine, es ist schwarz-weiß und man sieht hier unten die Soldaten mit dieser etwas altertümlichen Kanone. Das Bild ist offensichtlich älter. Und das Schöne bei diesem Bild ist, man weiß sehr genau, wann und wo es aufgenommen wurde, nämlich am 25. Dezember 1944 während der Ardennenoffensive in der Nähe von Aachen. Auch Propellerflugzeuge verursachen Kondensstreifen, wenn sie hoch genug fliegen. Das haben sie hier offensichtlich getan, und zwar massenhaft. Und die haben da ganz sicher während der Ardennenoffensive keine Chemikalien versprüht. Das ist ein ziemlich wilder Luftkampf da oben. Die haben sich hier oben behakt und dabei eben diese Kurven geflogen, weil sie versucht haben, sich gegenseitig auszumanövrieren. Das hier ist also ein Luftkampf. Ist die Frage, was verursacht diese Kurvenflüge hier? Dazu ist es ganz aufschlussreich, sich mal anzuschauen, wo das Bild herstammt. Es stammt aus Groß-Woltersdorf. Es liegt an der Grenze von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und es gibt vom gleichen Tag noch mehr Bilder, wo genau die gleichen Streifen aufgenommen worden sind, aus anderen Orten da etwa in der Nähe. Und zwar liegen diese Orte, ich sehe die Landkarte hier oben, Mecklenburg-Vorpommern, da unten Brandenburg, alle etwa auf so einer Linie zwischen Wittstock und Prenzlau. In diesem grünen Bereich hier sind diese Fotos gemacht worden. Die Streifen sind jeweils so über den Horizont fotografiert. Und wie man hier sieht, an den Bäumen ganz gut erahnen kann, mit der Sonne im Rücken. Sprich, tagsüber, das muss also irgendwo ganz grob in nördlicher Richtung fotografiert worden sein. So, hier rüber. Was liegt denn hier? Hier oben liegt zum Beispiel der gelbe Punkt des Rostock-Lage. Da ist ein Stützpunkt der Bundeswehr und da ist das taktische Luftwaffengeschwader 73 stationiert. Das ist eines der drei Geschwader in Deutschland, die Abfangjäger haben. Und diese Abfangjäger müssen üben und dazu gibt es die Sonderflugzone, damals EDR 206. Das ist die blaue hier. Wenn sich jemand noch an die politischen Diskussionen um das sogenannte Bombodrom erinnert, das ist hier in Wittstock, das ist genau hier an der Südspitze. Das heißt, das ist die Übungszone für dieses taktische Luftwaffengeschwader 73. Und meine Vermutung ist, dass hier schlichtweg diese Abfangjäger geübt haben und dafür eben Schleifen geflogen sind. Und das hat jemand fotografiert. Ist an sich eine relativ interessante Sache, sieht man nicht regelmäßig, aber halt nicht damit verknüpft, dass irgendetwas versprüht worden wäre. Da hatten die auch Besseres zu tun. So, und damit kommen wir schließlich zu einem ganz einfachen Argument, aber sowas gab es doch früher gar nicht. So viele Kondensstreifen gab es früher nicht. Und vor allen Dingen so Situationen, dass man irgendwie viele Kondensstreifen auf einmal sieht, tatsächlich aus meiner Kindheit kann ich mich nicht daran erinnern, dass man irgendwie 10 Kondensationsstreifen gleichzeitig sieht. Dazu kann man sich mal anschauen, die Flüge im Bereich der deutschen Flugsicherung haben sich seit 1985 etwa verdreifacht, seit 1975 etwa vervierfacht. Also wir haben in 30 Jahren etwa eine Verdreifachung des Flugverkehrs. Aber was heißt das jetzt für Kondensstreifen? Es war ja nicht ein Drittel so häufig 10 Kondensstreifen gleichzeitig, das hat man ja wirklich tatsächlich, also in meiner Kindheit, nicht gekannt. Naja, was passiert, wenn dreimal so viele Flugzeuge fliegen, ist, wenn ich eine Stelle am Himmel angucke, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da einen Kondensstreifen sehe, hat sich natürlich verdreifacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich an diesem Stück Himmel gleichzeitig zwei Kondensstreifen sehe, hat sich verdreifacht für den ersten Kondensstreifen, verdreifacht für den zweiten Kondensstreifen. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, zwei Kondensstreifen gleichzeitig zu sehen, ist 9-mal so hoch. Die Wahrscheinlichkeit, drei Kondensstreifen gleichzeitig zu sehen, ist schon 3 mal 3 mal 3, 27-mal so hoch.
Die Wahrscheinlichkeit, 10 Kondensstreifen gleichzeitig zu sehen, ist 60.000 Mal so hoch wie 1985. Und das erklärt schlichtweg, warum man 1985 eben praktisch nie 10 Kondensstreifen gleichzeitig gesehen hat. Und heute kommt das relativ regelmäßig vor. Wir hatten ja ein paar Fotos davon. Fotos haben die Chemtrail-Gläubigen aber auch von diversen technischen Anlagen. Und ich habe hier nur ein paar rausgegriffen. Falls Sie Ihnen mal so ein Foto über den Weg läuft, wo jemand sagt, das ist aber ein Flugzeug, das hat eine Einrichtung zum Chemtrails versprühen drin, schauen Sie sich mal die Seite chemtrailfragen.de an von Jörg Lorenz. Der hat fast alle diese Fotos, die irgendwo im Internet kursieren, auseinandergenommen. Das hier ist eins der älteren. Das ist eine, wie es hier heißt, eine Fabrik, in der die Sprühanlagen für die Tankermaschinen hergestellt werden. Was die Medien nicht finden wollen, finden wir. Hier steht dann handschriftlich draufgeschrieben, Chemtrail Tankproduktion in Calgary, Kanada. Das ist jetzt kein so gutes Bild, da konnte ich nicht so richtig viel mit anfangen, was das ist. Also habe ich mal weitergesucht und habe auf einer anderen Chemtrail-gläubigen Seite dasselbe Bild nochmal in etwas besserer Auflösung gefunden. Man sieht also hier so Tanks und dann irgendwelche, ja, so ein Werkstatt-Setting. Also irgendwas wird da tatsächlich gearbeitet, das was mit Flugzeugen zu tun hat, ist da noch nicht so ganz klar. Aber hier steht immerhin mal dabei, wo es aufgenommen worden ist, nämlich bei Conair in Abbotsford, Kanada. Ja, und dann braucht man eigentlich nur noch Google, um mal zu gucken, was die Firma Conair in Abbotsford, Kanada denn so macht. Feuerlöschflugzeuge. Ja, damit ist, glaube ich, geklärt, warum die Firma Conair Tanks in Flugzeuge einbaut. Das ist jetzt nochmal eine ganz aktuelle Sache. Anonymous, viel diskutiertes angebliches Hacker-Kollektiv oder Netzwerk, was auch immer man das nennen will. Jedenfalls irgendeine Gruppe, die sich Anonymous nannte, behauptete also im vergangenen Jahr, sie hätten eine Seite der NASA gehackt und sie wären an streng geheime Daten der NASA über Chemtrail-Flüge gekommen und haben also einen riesen Datensatz mit irgendwelchen Flugdaten einer unbemannten Drohne veröffentlicht, die also irgendwo im Pazifik rumgekurvt ist und Luftmessungen gemacht hat. Da sind sie also an streng geheime Dinge rangekommen. Das ist sehr merkwürdig, weil wenn man auf der Atmospheric Science Data Center der NASA guckt, das ist so eine Datenbank, wo Forscher Daten abfragen können, zum Beispiel zur Atmosphärenforschung. Jo, da kann man genau die Daten, die Anonymous da, geheimen Daten, die Anonymous da gehackt hat, ganz normal runterladen. Und zwar ohne, also man muss sich einfach nur kurz anmelden und dann kann man die runterladen. Also es ist, da gibt es keinerlei Sicherungen davor. Das ist einfach, sind einfach öffentliche Daten. Und abschließend, natürlich, der ultimative Beweis für Chemtrails ist natürlich, wenn schon Piloten dagegen demonstrieren, dass sie dieses Zeug versprühen müssen. Hier haben wir also eine Pilotendemonstration, ganz offensichtlich in der Wall Street. Dieses Bild sieht eigentlich in einer Hinsicht merkwürdig aus, denn das, wenn man andere Bilder von der Straße kennt, das helle hier, das sind steinerne Bänke. Und die Piloten laufen irgendwie durch diese steinernen Bänke durch. Das ist ein bisschen verwunderlich. Es ist nicht so verwunderlich, wenn man das Original dieses Bildes kennt. Da sind sie nämlich neben den Bänken gelaufen und auf den Plakaten stand auch was ganz anderes drauf. Es war nämlich eine Demonstration gegen die Übernahme von Continental durch United Airlines. Deswegen war die Demonstration an der Wall Street und die Piloten hatten schlichtweg Angst um ihr Einkommen. Das ist also entsprechend mit Photoshop abgeändert worden und der Mensch, der das war David Dees, der also jede Menge solcher merkwürdigen Fotomontagen macht und die als Kunst verkauft. Und die werden sozusagen als eine Form politischer Agitation im Internet verbreitet und gelegentlich gibt es eben auch mal Leute, die nehmen die tatsächlich ernst und nehmen die als Beweis. Nun also mit Bildern arbeiten und mit Bildern und Texten arbeiten können natürlich Skeptiker auch und damit möchte ich jetzt schließen mit diesem wunderbaren Bild, das also so die Sinnhaftigkeit der Argumente der Verschwörungstheoretiker für meine Begriffe ganz gut auf den Punkt bringt. Dankeschön. Ganz zuletzt, wenn das Ozon noch wächst und wächst, wenn nur noch Werbung.